Eine Zusammenarbeit mit der Widerstandsbewegung scheint die einzig logische Option für Logan und Pointer zu sein. Der Planet, völlig unter Kontrolle des Konzerns stehend, ist vom Universum nahezu völlig abgeschnitten. In einem Rebellenlager tief in den Wäldern Estrellas erfahren die zwei Agenten, dass das von ihnen zerstörte Labor nur eins von vielen drogenproduzierenden Anlagen auf Estrella war. Die Rebellen behaupten, Lorgin verkaufe die Substanz an einige mächtige Mafia-Organisationen. Diese Art von Organisation könnte ihre Spitze selbst im Specforce Hauptquartier haben. Das würde den Tod von Colonel Northwood und der übrigen Besatzung erklären. Ebenso bestürzend ist die Information, dass Lorgin immer noch genetische Technologien entwickelt. Die Rebellen meinen, neue Versionen der Substanz würden an Lorgin-Söldner getestet werden. Das würde ihre unnatürliche Stärke während des letzten Kampfes erklären. Aber der Schlimmste von allen ist Stanton. Sie nennen ihn General Stanton. Aber soweit wir wissen, hat er keine militärische Vergangenheit. Er ist ein rücksichtsloser, sadistischer Typ. Hier ist er ein absoluter Herrscher, nur dem Vorstand von Lorgin ergeben. Und der schert sich einen Dreck um Stantons Methoden. Sie kümmern sich nur um ihre Mafia-Geschäfte. Wir hatten vor, ihn zu ermorden, aber es hat sich als praktisch unmöglich herausgestellt. Stanton verlässt nie das Hauptquartier und die Basis ist eine Festung. Einmal hat es einer unserer Jungs versucht. Achtung! Wir werden von Lorgin-Truppen angegriffen. Ich wiederhole, Lorgin hat unsere Lage geortet. Wir werden angegriffen. Oh, das. Wir müssen evakuieren. Logan, helfen Sie den Rebellen draußen. Ich helfe bei der Evakuierung. Na, das passt ja, ey. Wer ist jetzt da? Ja, gleich hier raus und gleich in den ab mit dem Dreck und Krieg hier. Habt ihr es noch? Ohne gute Deckung. Ja, Fässer sind meist nicht so toll. Was seid ihr denn? Okay. Alter, geh sterben, ey. Oh, da haben wir noch welche, ey. Gebiet gesichert. Habe einen. Ein gepanzertes Fahrzeug. Sandra, jagen Sie es mit EMP-Granaten in die Luft. Logan. Wo sind die verdammten Granaten? Ah, hier. Ich seh schon. Au! Boah, Schwein gehabt. Geh sterben, Alter. Meine Fresse. Logan,
weiteres Problem. Auf dem Berggipfel direkt vor Ihnen liegt eine Kommunikationsanlage der Rebellen. Sie wird von ein paar Mann verteidigt, aber Lorgin greift sie von mehreren Seiten an. Sie müssen dahin und sicher gehen, dass die dort gespeicherten Daten Lorgin nicht in die Hände fallen. Senden Sie mir die Koordinaten. Sobald Sie fertig sind und das Gebiet gesäubert ist, werden wir Sie von dort abholen. Ich lasse Sie wissen, wo Sie mich treffen werden, wenn es heiß hergeht. Viel Glück. Alles klar. Ich werd mich erstmal, wie immer, vollpacken. Das ist hier sehr wichtig bei solchen Einsätzen, dass man immer ein paar Schüsse in der Waffe hat, ne? So, der hier. Aha. Alles klar. Das ist eins zu viel. Das wollte ich mal verwenden. Dann passt das auch wieder. Gut. Hier wird die andere. Laden sie nach. Gut. So, das Inventar. Da haben wir sogar zwei zu viel. Moment. Genau. Jupp. Jo. Wo gehen wir jetzt hin? Ja gut, die haben schon alles geplündert. Ja, die haben alle erstmal das Zeitliche gesegnet. Alter, wer schmeißt denn hier mit Granaten? Oder sind das die Minen? Alle haben die Standardwaffe. Oh! Energiezelle. Naja. Wisst ihr was, dann nehmen wir einfach mal. Machen wir halt heute mal 7-7. Ist egal, da passt mehr passt da eh nicht rein. Ja. Ach. Immer dasselbe, ey. Davon habe ich genug. Gut. Die werde ich auch brauchen, die Heilungsdinger. Ich werde alles brauchen. Ach ja. Der DDF-Player. Guck mal kurz. Fernglas? Naja, also hier steht's leider nicht. Schade. Irgendwer schmeißt sie mit Granaten. Das wird ein langer Fußmarsch.
Das Fahrzeug ist hin. Tja, du warst zu langsam. Hast du genug?